Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ultima 5. In der letzten Folge haben wir ein Porträt von uns bekommen und dieses alte Porträt ist auch restauriert worden. Außerdem sind unsere sämtliche Dings voll. Das heißt, wir können, naja, unsere Beständigkeit ist zu niedrig. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Wir können nicht mehr so viel tragen. Gut, das ist die Kunsthalle. Da ist es im Moment niemand mehr da. Tis good to be traveling with thee again. Bis auf ein Dings. Dann schauen wir mal. Ja, das da oben sieht noch nach einem Laden aus. Das ist die Schmiede, genau. Und das da war Heiler. Dann gehen wir doch mal zu den Heilern rein. So, und da können wir mal mit ihr reden hier. Hallo. Regina ist es. Ja, von der haben wir noch nichts gehört, glaube ich. Okay, Beruf, Medikus natürlich. Okay, von Sarah haben wir schon was gehört. Okay, hört sich doch gut an. Ja, okay, aber viel reden tut diese Regina nicht. Egal. Dann, ist vielleicht die Dings hier irgendwo. Vielleicht ist die oben. Die müsste doch eigentlich auch hier sein. Hoppala. Nicht wieder runtergehen. Oben bleiben, bitte. Ist auch eine, das dürfte wahrscheinlich diese Sarah sein. Dann reden wir mal mit ihr. Okay, dies ist diese Sarah. Sehr gut. Delvins Gerücht? Okay. Beruf. Aha. Mission der Heiler. Okay. Oh, das hört sich nicht gut an. Ja, okay. Nee, nicht wirklich. Glaube ich nicht. Der Widerstand ist nicht durch und durch gut und der Unterdrückung ist wahrscheinlich auch nicht durch und durch böse. Das kann man so nicht sagen, weil wir haben ja auch schon einige erlebt, die die Unterdrückung unterstützt haben.
weil sie einfach glauben, dass es gut ist und gar nicht sehen, wenn irgendwas nicht gut wäre, wenn er versteht, was ich meine. Und die als böse zu bezeichnen, das passt einfach nicht. Nee, nee. Also durch und durch böse kann man nicht sagen. Okay, das war's wohl mit dieser Sarah und ich krieg hier Nachrichten. Mal wieder Steam angelassen und auch den Ton wieder angeschaltet gehabt. Naja, gut. So, jetzt schauen wir mal. Ist hier noch jemand zu Hause? Ich glaube, wir haben nämlich noch ein paar Leute, mit denen wir noch nicht geredet haben. So, hier. Das war ja, wo diese Ruh angekettet war. Ist da jetzt jemand da? Nein. Dann gehen wir doch mal runter zum Hafen, hätte ich vorgeschlagen. Schau mal, was im Hafen da so alles ist. Dann können wir auch mal mit diesem Captain Blyth, oder wie er heißt, reden. Ja, ich glaube, wir haben noch ja noch ein paar Leute, mit denen wir reden können. Schätze ich mal. So. Ist hier jemand da? Also hier ist auf jeden Fall einer. Wo hat er dann die Ruf? Oder wie er heißt? Wie sie heißt? Ist die dann im Zelt? Reden wir erstmal mit ihm. Nee, ich habe schon zwei Schiffe. Ich glaube nicht, dass ich noch ein Schiff brauchen werde. Das bezweifle ich doch mal. Nee, danke. Okay, und tschüss. Viel zu sagen hat er ja nicht gehabt. So, ist jetzt die Ruhe irgendwo hier? Andererseits können wir wahrscheinlich eh nicht mit ihr reden, weil er schon wieder durchdreht. Ist auch noch einer. Ach, das ist Fenelon. Und da, das jetzt, können wir jetzt mit ihr reden? Würde das gehen? Okay, wir können mit ihr reden. Ach, Fenelon. Ja, dachte ich mir schon. Ja, dann sag mal. Okay. Ka, das ist das Mantra der Dings, der Opferbereitschaft. Damit haben wir das Mantra auch hier erfahren. Ich glaube schon. Ja.
Jetzt haben wir noch Ketten. Ekliger Typ, dieser Captain Blith. Blith. Segeln hin. Ein Fingerhut. Oh, ist das fies. Okay, schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Fingerhut für sie bekommen. Ich wüsste jetzt bloß nicht, wo. Speichern wir mal. Bei einem Kleiderhändler oder so könnte man das vielleicht erfragen. Ich habe jetzt... Müsste doch eigentlich auch hier einen geben, oder? Weil das ist doch die Stadt des Handwerks. Ich habe jetzt bloß noch nie einen gesehen gehabt. Können wir mit Fenner da nochmal reden? Ja, er war ja der Tuchhändler. Aber, ja gut. Er wird mir jetzt kein Dings geben können, da er ja da nicht mehr arbeitet. Gut, jetzt, wo wir mit denen geredet haben, schauen wir mal, was es sonst noch hier gibt. Da ging es ja raus. Da war man schon, da konnte man mit niemand mehr reden. Hier war wahrscheinlich mal ein Bergwerk. Oder ist es noch? So, speichern wir mal. Ach genau, genau. Zur Schmiede wollten wir ja noch. Da waren wir ja auch noch nicht. Mal, da war der Heiler. Und dann sind wir ja gleich weitergegangen. Dann gehen wir doch mal zur Schmiede. Das müsste das ja sein. Da können wir unser Abzeug auch endlich mal verkaufen. Bitte einzutreten. So, das ist Taktus und das ist Shenstown. Dann können wir doch mal unser Zeug verkaufen. So, kaufen und verkaufen. Was hat der Gute denn alles so Schönes? Kettenhemder, ein schöner Eisenhelm. Eisenhelm, ja, doch. Nette Sachen, wie es aussieht. Langschwert, Kurzschwert, okay. Schilde, naja. Gut, das Schild können wir verkaufen. Wir wollen ein bisschen... Wie viel gibt denn das? Oh, 120, das gibt gut Geld, glaube ich. Edelstein können wir verkaufen, den Goldklumpen können wir verkaufen. Moment, ich sortiere mal ein bisschen. Das schwarze Abzeichen natürlich nicht. Diesen Edelstein kommt weg. Edelstein, 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 Goldklumpen. Die hier kommen alle weg. Der Edelstein kommt weg, der kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Wir werden endlich mal unser Inventar wieder leer haben. So, sag mal da, das bleibt natürlich noch hier, der Sextant bleibt hier, das brauchen wir noch, die Schlüssel bleiben noch da, das bleibt da. Das Buch bleibt natürlich da. Ach, Entschuldigung. Das Bild bleibt hier, die Urkunden bleiben hier. Ja, das könnte man sogar wieder verkaufen, die Schiffe. Das ja. Ich glaube, das können wir verkaufen. Das ist ja das Buch, das wir bei der Dings, bei der Ratte gefunden haben. Ich glaube, das braucht man nicht. Liebe und Tugend, das weiß ich gar nicht mehr, für was das war. Ich glaube, eins von den beiden mussten wir auf jeden Fall abgeben, das andere weiß ich jetzt nicht mehr. Also behalten wir es mal. Letzte Worte, das behalten wir... Ah! War das nicht das Buch von Alfred, das wir da hatten? Das, was ich da verkauft habe, das war doch... Ja, das war die Grendelsage. Okay, dann haben wir hier alles verkauft. Dann hier diesen Eisenhelm. Oh, mal mit 3... 5. Das ist nur 2, aber sie ist eh. 2. Ist da was? Dann verkaufen wir das hier. Und sie bekommt diesen Helm. Das sieht eh besser aus. So, gut. Das Langschwert kann verkauft werden. Edelsteine, Goldklumpen.
Das ganze Zeug kann verkauft werden. Und da machen wir gut Geld, glaube ich. Ich glaube, da machen wir echt gut Geld. Es dauert immer nur alles lang, so darüber zu ziehen. Hui, 125 sogar. So, da haben wir noch einen Goldklumpen. Die Laute brauchen wir eigentlich nicht, aber ich würde sie trotzdem behalten. Die Tränke behalten wir. Eins von denen behalten wir. Die Schriftrollen behalten wir. Okay, das war das, ja. Endlich wieder ein bisschen mehr Platz. So, sieh. Die Armbrust. Das ist, glaube ich, genau selber. Ja. So, kann weg, kann weg, kann weg. Kann weg. Die Goldbarren. Ich glaube, die, ja, die sind auch relativ schwer. So, was ist denn das? Das verkauft man nicht. Wer weiß, ob wir das brauchen. Ein Lederhelm. Den kann auf jeden Fall auch verkauft werden. Der ist ja auch nicht so toll. Da haben wir noch einen Edelstein. Ja, es ist doch schon... Das Tagebuch, das behalten wir auch mal. Das sind wieder... Ja. Okay. Dann der Plattenpanzer. Hui, ich fühle mich so viel leichter. Und die Edelsteine nochmal. Ach, guck mal, wie viel Geld wir auf einmal haben. Also das hat jetzt echt viel gebracht gehabt. Wow. Dann können wir echt mal schauen, dass wir die anderen Skills alle noch lernen. Verteidigung 4. Das ist 7. Das ist noch besser. Das ist 7. 7. 5. Okay, dann verkaufen wir den Dinger hier. Genau wie dieses Langschwert, den Stab. Wir benutzen ja eigentlich nur den Bogen. Ja, der Stab kann auch weg. Gut. Dann haben wir da einen Edelstein, da noch einen Edelstein, Edelstein und Edelstein. So passt die Sache doch ganz gut. Und hier, der Bogen kann weg. Dieses Silberschwert kann weg. Edelstein kann weg, Edelstein kann weg, Goldklumpen kann weg. Weg mit dem ganzen Zeug, das wir nicht brauchen. So, Verkaufswert 500. Da wüssten wir jemand anderen, der das für 1000 kaufen würde. Das heißt, wir verkaufen es nicht. Außerdem würde ich es mal gern behalten, weil die machen modsmäßig Schaden. Zwar nur einmal, aber Schaden machen sie, falls wir wirklich mal einen heftigen Gegner bekommen, mit dem wir nicht fertig werden. So, das heißt allerdings, wir sind hier auch gut. Ja, okay. Ich würde sagen, das war's. Jetzt müssen wir unbedingt mal schauen, wo wir das andere Zeug lernen können. Wir haben genug Geld, um das alles zu lernen jetzt. Mehr als genug Geld. Selbst wenn man die 1000 wieder abzieht, die wir noch jemanden schulden. Gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal noch weiter um. Vielleicht finden wir ja da noch irgendetwas hier drin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch irgendwas ist. Ich meine, ja, schauen wir einfach mal. Wir werden schon noch was finden, denke ich. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.